6000 Lichtjahre von der Erde entfernt, auf einem Planeten bekannt als Ferne, Ferne, Weite, beginnt Beatrix LeBeau ihren ersten Tag als Slime Rancher. Ja, und damit, hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar Slime Rancher 1. Ja, vor einiger Zeit ist der zweite Teil rausgekommen, welcher auch grafisch ziemlich gut aussieht, wobei ich sagen muss, ich den jetzt, den ersten Teil, auch nicht so scheiße finde. Oder schlecht finde, sagen wir es so. Das Prinzip ist im Prinzip gleich. Da hat sich nicht viel verändert. Was ist das? Ah, genau, das ist das Slimepedia. Ja. Also, die Frage im Prinzip, um was geht es? Grob, es geht einfach nur darum, Slimes zu farmen. Und genau, das ist es eigentlich. Hier sollten dann die, das sind Gebiete, die man freischalten kann, genau. So. Pink Slime. Ihre Korallenfarbe Färbung ist wissenschaftlich erwiesen die Farbe der Freude. Nahrung, Früchte, Gemüse, Fleisch, Liebling, keine. Slimeologie. Pink Slimes sind die am häufigsten in der fernen, fernen, weiter anzutreffenden Slimes. Sie sind fröhlich, friedlich und die am einfachsten zu halten Slimes. Ein pinker Slime wird alles fressen, was man ihm vorsetzt, auch wenn sie keine Lieblingsfutter haben ist. Und ihre Plots sind die am wenigsten wertvollsten von allen Slimes. Rancher-Risiken. Bei Pink Slime muss man sich nicht viele Sorgen machen. Sie sind weich, verformbar, sehr gerne in der Gesellschaft von Ranchern und können überall in der Welt gefunden, in der Weite gefunden werden. Allerdings kommt ein Rancher deswegen auch nicht weit ohne ein paar pinke Plots zu finden, was zu Lagos führen kann und dann. Plotonomie. Pinke Plots sind eine exzellente Multiple einsetzbare Grundsubstanz, verwendbar, um alles Mögliche herzustellen, von Nahrung bis hin zu Haushaltsreinigern. Überall auf der Erde essen Menschen Burger, süßen ihren Kaffee oder schrubben ihren Boden mit Produkten aus Pink Plots. Das nennt man Vielseitigkeit. Okay, anscheinend gehen die Plots, die man verkauft, also die Erzeugnisse der Slime, zur Erde. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Genau, also wir starten mit diesem Gebiet hier. Ist ziemlich easy, Nahrung alles. Ist direkt ein Hühnchen. Hier ist noch ein Slime. Jetzt wäre die Frage, ich würde sagen, hier können wir anpflanzen. Garten, wie kostet der genau? Also das... So, die können wir jetzt noch upgraden mit einer Sprinkleranlage und fruchtbarem Boden. Das verbessert einfach die Erntrate und was ich krieg. Machen wir mal hier einen Huhn rein. Boah, er hat's einfach gefressen. Alter. Dann kriegen wir Pink Plot, genau. Und damit können wir jetzt hier hingehen. Machen wir mal kurz die Musik ein bisschen lauter. Leiser. So, die Musik ist ja nicht schlecht, aber trotzdem nervt sie ein bisschen. Genau, was ist das? Tauschbörse. Haben wir wie im ersten Teil eine Raffinerie unten im Keller? Gibt es überhaupt einen Keller? Scheint nicht so, und das scheint auch nur... Wir kommen auf der fernen, fernen Weite. Die Seven Sea Corporation. Miss LeBeau. Oder LeBeau, keine Ahnung. LeBeau sage ich einfach mal, denke ich mal. Die Seven Sea Corporation möchte Sie auf der fernen, fernen Weite herzlich willkommen heißen. Willkommen. Und Ihnen unsere Unterstützung in Ihrem mutigen neuen Unternehmen als Slime Ranger zu sichern. Unterstützung zugesichert. What the fuck? Wir möchten Ihnen auch anraten, während Ihrer ersten paar Tage auf der Weite vorsichtig walten zu lassen. Bis Sie mit der Umgebung etwas vertrauter sind, sind Reisen bei Nacht nicht anzuraten. Zu guter Letzt sollten Sie zusätzlich Ausrüstung für Ihr Backpack benötigen. So würde Ihre 7C Corporation darüber freuen, Ihnen diese im Shop direkt außerhalb Ihres Ranchhauses zur Verfügung zu stellen.
Die Seven Seas Corporation stellt das Werkzeug zur Verfügung, das wir brauchen, um den Job zu erledigen, für uns für eine kleine Gebühr. Die Seven Seas Corporation. Okay. Gibt's im... Im... Ersten nicht. Im Zweiten. Also im Prinzip müssen wir die jetzt mit Essen versorgen. Und die geben uns Plots. Eins hat das gegessen und er produziert Plot. Ups, sorry. S. Jetzt guckt er den Scheiß nur an. Wer von euch hat noch Hunger? Der ist fröhlich. Der könnte noch gleich was essen. Ja. Okay, anscheinend kann man sie nicht durch die... Ah, das ist der Shop. Ah. Okay, Wassertank. Fügt einen speziellen Wacktank hinzu, der es erlaubt, Süßwasser zu speichern. Greife nach den Sternen mit einem eigenen erstaunlichen Jetpack. Herzmodul. Synchronisiert sich mit einem Vitalprozessen, um das Lebenserhaltungssystem zu verbessern, ermöglicht die Lebensenergie auf 150, außerdem glänzt es hübsch. Energiemodul. Rüstet den Backpack mit einem fast garantiert sicheren Mikrofusionsgenerator aus, der deine Energie auf 150 erhöht. Tankbooster. Verbesserte Nanotechnologie-Speicherzellen erlauben es deinen Wacktanks 30 Einheiten von was auch immer du einsaugen kannst aufzunehmen. Okay. Also wir haben einmal einen Shop, womit wir Verbesserungen kaufen können. Wir können hier schlafen. Das Verkauf, das halt bringt immer 10. Genau, links steht's. Dann Slimepedia. Das können wir aber, glaube ich, mit... Ja, das können wir mit F1 auch ausführen. Dann halt die Verwaltung der Felder. Ja, und hier der Shop, der allerdings noch zu ist. Starman, aha, von Casey. Raus aus den Federn, Casey. Hi, Bea. Wie ist es, ein ganzes Jahr lang zu schlafen? Hast du geträumt? Ich kann mir nicht vorstellen, wie sich das anfühlt. Seven Seas steckt dich in eine Kapsel und dann geht es für all diese Zeit die Lichter aus. Wow. Wie ist es so auf der fernen, fernen Weite? Hast du schon angefangen, sie zu erkunden? Ist die Luft so sauber, wie man sagt? Ich wette, es ist wirklich schön da. Ich stelle wahrscheinlich zu viele Fragen. Ich wette, du hast viel Arbeit zu erledigen. Ich kann immer noch nicht glauben, dass sie jetzt dir gehört. Ich schätze, ich lasse dich besser damit weitermachen. Ich mache es kurz. Viel Glück, Bea. Wenn es irgendwer dort draußen schafft, dann du, Casey. Keine Ahnung, wer auch immer diese Casey ist. Das sehen wir dann. Ich mach, glaube ich, einfach die generelle Musik mal auf Hälfte. Ich weiß nicht, wie die Lautstärke vergleicht ist. Also. Trockenes Riff. Ah, die Ranch, stimmt. Ein Heim in der Ferne für Fernweh-Geplagte. Beatrix beginnt ihr Dasein auf einer bescheidenen Ranch mitten in der fernen, fernen Weite. In einer Gegend, die als das trockene Riff bekannt ist. Einst war sie im Besitz des legendären Slime Ranchers und berüchtigten komischen alten Kauzes Hobsons Twilgers. Und hat schon bessere Zeiten gesehen, weil Hobsons sie ziemlich verkommen hat lassen, kurz bevor er endgültig verschwunden ist. Über Hobsons Verbleib ist derzeit nichts bekannt. Ein korallenbesetzter Meeresboden, der nun von goldenem Sonnenlicht gewärmt wird. Dass die Ranch umgebende Gelände ist bekannt als das trockene Rift und ist eine trockene, windige Gegend, bedeckt von staubigen Felsen und steinigen Klippen, über Jahrtausende vom Wind geformt. Das trockene Rift ist hauptsächlich Heimat von Pink, Meats und Felslimes, obwohl auch Phosphor-Slimes aus ihren Verstecken kommen, wenn die Sonne untergeht. Das Klima des trockenen Riffs sorgt nicht gerade für einen Überfluss irgendeiner bestimmten Ressource. Aber es ist überall Karotten, Pogo-Früchte und Huhhühner. Sowie einige seltene Ressourcen, wenn man weiß, wo man suchen muss. Alles klar. Okay, das sind einige Pink-Slimes. Wie ich sehe, was ist das?
Hallo Beatrix, dein Name ist Hobson Swilligers, Rancher, Erforscher und früher Besitzer von dieser Ranch hier, die du nun dein eigenen nennst. Freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Ich war für mehr Jahre Rancher, als ich zählen kann, und fühlte, dass doch ein weiteres, letztes Abenteuer in mir steckt. Also habe ich mich aufgemacht, genau das zu finden. Bevor ich gehe, mache ich noch einmal einen Rundgang über das Land hier, das ich schon so liebe. Also halt die Augen offen nach Notizen wie dieser hier, wenn du ab und zu hören willst, was ein alter Sack so zu sagen hat. Wir hören uns. Ha. Ha. So, Vorname war es, glaube ich. Ne, hast du klar. Hobsons, meine Güte. Hier mal Karotten. Bin ein bisschen schade, das hätten sie ruhig. Wie war das beim ersten Teil? Auch maximal am besten 6. Die Pogo-Frucht. Die Frucht, die auf der fernen Weite am häufigsten zu finden ist und manche sagen auch die köstlichste Art Frucht. Bevorzugt von keinem Slime. Info: Pogo-Früchte sind, findet man. Was? Pogo-Früchte sind, findet man fast überall auf der fernen Weite. Sie schmecken ein wenig wie ein Pfirsich und haben ihre charakteristischen Punkte sowohl auf als unter der Haut. Auf der Ranch. Platziere eine Pogo-Frucht im Depositor eines Gartens und du wirst einen großen Pogo-Fruchtbaum. Kannst für dich haben. Okay, interessiert mich jetzt nicht wirklich. Da komme ich. Komme ich da hoch? Ja, komme ich. Aber da ist so eine Kapsel. Ich weiß halt nicht, ob ich dann wieder zurückkomme. Aber doch, bestimmt schon. Irgendwie öffnet Schatzkapsel. Okay, keine Ahnung, wie ich so eine Kapsel öffne. Pinkes Ornament. Dekoration zum Sammeln für deine Ranch. Art einzigartig. Bevorzugt von keine Slime-Mann. Okay, Ornamente sind einzigartige Dekorationen, die man in Partykisten oder während speziellen Events finden kann. Es gibt Dutzende verschiedene Ornamente, die man finden und sammeln kann. Aber es scheinen immer nur eine Handvoll Designs zur gleichen Zeit verfügbar zu sein. Es macht Spaß, sie zu sammeln, aber wer macht all diese Ornamente und versteckt sie überall auf der fernen Weite? Am besten nicht zu viel darüber nachdenken. Ornamente sind Dekorationen für alle Teile der Ranch. Sauge sie ein und schieße sie, wohin du möchtest. Sie bleiben an fast allem kleben und können sogar mitten in der Luft schweben. Okay, was habe ich jetzt? Also ich muss sagen, man sieht halt, der erste Teil ist aktuell nämlich noch in Early Access. Und das ist klar, das sieht man. Also wir haben lang nicht so viele Feature wie hier. Das klatschen wir hier an den Eingang. Pogo-Früchte. Okay, das sind alles nur Pink Slimes. Ich hoffe, es gibt auch hier. Oh, ein Küken. Ein Kuhküken. Ein Kühküken. Geil. Hühner will ich jetzt mal nicht nutzen. Oh, geil. Ein Phosphor-Slime. Oh, eine Herzrübe. Die gibt es hier schon. Okay. Und wir haben es maximal erreicht. Also im Prinzip sehr gut, weil jetzt haben wir schon mal. Oh lol, da ist so ein großer. Gibt es hier Leitern? Nein. Theoretisch der braucht. Oh, das sind die Steinslimes. Gibt's auch, klar. Die Ranch, okay, nice. Ich muss sagen, vom Design her finde ich die Map besser als im ersten Teil. Oh, lol. Lago-Slimes. Lago-Slimes, mehr zum Liebhaben. Nahrung, bla 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 bla. Slimeologie. Lago-Slimes sind eine Mischform aus zwei Slimes, die entstehen, wenn ein Slime ein Plort frisst, der nicht von seiner Art ist. Sie sind zweimal so groß wie normale Slimes und ihren Ernährungsvorlieben sind die der beiden Ursprungs-Slimes, was sie für Rancher zu Profitmaximierung attraktiv macht. Allerdings ist ein Lago zu groß, um ihn einzusaugen, der kann nur auf der Wegmündung transportiert werden. Das macht sie schwierig zu kontrollieren, wenn die Dinge unübersichtlich werden.
Rancher-Risiken. Zusätzlich, dass Lagos schwierig zu handhaben sind und dass sie die kombinierten Kräfte von zwei Slimes haben, bringen diese übergroßen Slimes noch eine andere Gefahr für Rancher mit sich. Wenn ein Lago ein Plot frisst, der der Art nach nicht von einem seiner zwei ursprünglichen Slimes stammt, wird er sich in einen hungrigen Terra-Slime verwandeln. Genau, das weiß ich. Die Terra-Slimes sind richtig mies, die nerven auch ziemlich. Ranger müssen sehr vorsichtig sein, wenn sie mit Lagos umgehen. Oder sie riskieren einen Terra-Ausbruch, der schnell ihre ganze Ranch übernehmen kann. Immer einen vollen Wassertank dabei haben, für alle Fälle. Genau, damit kann man nicht die Terra-Slimes zerstören. Das weiß ich schon. Wenn ein Lago frisst, produziert er Plots von beiden seiner Ursprungs-Slimes, was Lagos potenziell sehr gewinnbringend macht für Ranger, die mit den Risiken ihrer Haltung umgehen können. Ja, also Probleme mit Terra-Slimes hatte ich jetzt bisher nie. Au, okay, die hauen mich. Oh lol, was ist das? Rosco-Slime will ich behandeln. Ja, hier kann man direkt... Genau, die Karte aufstecken. Okay, die zweite Insel, ja. Hier runter zum Großen, genau. Weil der Große, das ist auch... Koko, keine Ahnung, wie die Dinger nochmal heißen. Pink Gordo, genau. Die fressen 50 Früchte oder, wenn es seine Lieblingsfrucht ist, die Hälfte. Okay, die fressen weniger. Oh, holy shit. Ja, okay. Ey, ihr Drecksviecher. Oh, Quaderbeere. Was habe ich jetzt? Herzrübe? Quaderbeere. Köstlich süß und sie rollen nie vom Tisch. Ja, das ist klar. Artfrucht, bevorzugt von Phosphor-Slime. Oh geil, die haben wir sogar schon. Wegen ihres süßes Geschmack und ihrem interessanten Aussehen wurden Quaderbeeren schnell zu den Favorisierten der ersten Ranger auf der Weite. Sie werden oft in Kuchen und Torten für besondere Anlässe verwendet, wie Geburtstagen oder Plort. Plort Apalozza, the fuck? Auf der Ranch. Platziere eine Quaderbeere im Jahr. Okay, komm. Das wissen wir. Herzrübe. Art Gemüse. Bevorzugt von Felslimes. Okay. Herzrüben haben ihren Namen von ihrer tiefroten Farbe und weil sie wie ein Herz geformt sind. Herzrüben sind für eine Rübe auch erstaunlich saftig, was sie zum einzigen Gemüse macht, das in der Küche nichts für Zimperliche ist. Ranch. Was habe ich jetzt? Habe ich jetzt irgendwas Neues? Phosphor-Slimes? Genau. Phosphor-Slimes. Nahrung, Früchte, Lieblingsquaderbeere, haben wir. Die sanft glühenden Boten des Mondlichts. Phosphor-Slimes können nachts raus und fliegen über die mondbescheinte Weite. Auf ihren durchscheinenden Schwingen Phosphor-Slimes haben einen leuchtenden Schleimkern, der in saftigen Schimmern pulsiert. Was einfach macht, sie zu entdecken. Wohl deswegen nennen die Ranchers sie manchmal tiefhängende Sterne. Die riesigen Phosphor-Slimes haben besonders Bedürfnisse vergleichen mit dem typischen Slime. Ein Phosphor-Slime und seine Plots werden schnell verschwinden, wenn sie Sonnenlicht ausgesetzt sind. Was bedeutet, dass ein Ranger schnell ein komplettes Gehege an Phosphor-Slimes verlieren kann, wenn er nicht aufpasst. Ranger müssen sie also entweder vor Tagesanbruch einsaugen oder die Phosphor-Slimes an einen durchgehend dunkleren Ort, wie etwa eine Höhle, halten. Plotonomie, die leuchtende Komponente, die sich in Phosphorplots finden kann, für über 100 Jahre Licht produzieren. Holy shit, okay, das ist krass. Was sie zu einer unglaublich umweltfreundlichen Lichtquelle auf der Erde macht. Auf der ganzen Welt stellen Städte inzwischen langsam auf Phosphorlicht um und sparen so Trillionen von Gigawatt pro Tag. Wenn man sich das Zeug in die Haare schmiert, leuchten sie außerdem und sehen so ziemlich cool aus. Okay, das ist jetzt so. Ich muss sagen, ich glaube, Pogofrucht werfe ich weg. Die habe ich bisher nie angebaut.
Dann können wir nicht auch Steinslimes mitnehmen. Na, nicht die, genau. Okay. Ah, das ist noch eine Notiz, aber die gucken wir uns gleich an. Rennen wir mal zurück. Ja, Ausdauer ist am Anfang was ziemlich Nerviges. Ja, doch, ich bin richtig, glaube ich. Ups. Ja, doch hier. Ich habe aber auch nur 30 aktuell. Problem ist jetzt, wenn ich die mit den Fell-Slimes zusammen mache, kriege ich pinke Fell-Slimes, was ich gar nicht gut finde. So, das heißt, ich mache jetzt mit den... Essen die Gemüse, ja, das ist schlecht. Die essen aber auch Früchte. Die essen Quaderbeeren, kann verrecken, aber. Und da brauche ich Geld, genau, das habe ich nicht. Die werden ja unmöglich da jetzt despawnen. Also, sage ich hier mal schnell auf. Bitte mal die 4. Wie man sieht, haben die schon Lust, was zu machen. Kriege ich niemals schnell genug Geld. Ich glaube, ich muss die einfach fahren. Ein neues kostet 250, gell? Ein neuer Garten, ja. Aber ich bräuchte eher ein Gehege, ein neues. Das kostet auch 250. Eine neue Nachricht? Nee. Bis zum Morgen. Schlafen. Sollten die ein bisschen was produziert haben oder auch nicht? Die haben gar nichts produziert. Okay, das funktioniert hier anscheinend. Woher kommt der jetzt? Was? Müsste ich einer sagen? Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass sie da echt rein können. Da hinten ist noch einer, genau. Können sich ja theoretisch nur mit einem Guckel. Das heißt, was ist, wenn ich die da reinwerfe? Dann werden sie wahrscheinlich direkt wegessen. So.
ein Gogockel. Fangen wir erstmal mit dem Kuhküken. Zukünftiges Fleisch. Info: Kuhküken sind junge Hühner, die irgendwann zu einem Huhn oder seltener zu einem Gogockel heranwachsen. Küken jeglicher Art werden niemals von Slime gefressen. Manche glauben, weil Slimes zu gutherzig sind, um so etwas zu tun. Andere glauben, das sei der Fall, weil Küken noch nicht genug Fleisch auf den Knochen haben. Halte Küken an einem sicheren Ort und sie werden irgendwann zu einem Huhn oder einem Gogockel heranwachsen. Genau. Ein herzhaftes Hühnchen, dazu gezüchtet, zweimal so schmackhaft zu sein wie auf der Erde. Info: Hühner sind eine besondere Hühnerrasse, die dazu gezüchtet werden, das Klima auf der fernen Weite zu überleben. Wo sie mehr oder minder wieder große Hühner aussehen. Wie große Hühner aussehen, sind diese stämmigen Vögel sehr viel besser darin, für sich selbst zu sorgen, was sie perfekt für Rancher macht, die sonst zu sehr von einigen hundert hungrigen Slimes abgelehnt werden. Auf der Ranch: Hühner sind, die sich in der näheren Umgebung von Gogol befinden, lassen regelmäßig Eier, legen regelmäßig Eier und produzieren so Küken. Ähnlich diesen Namen. Sollte man allerdings zu viele Hühner und Gogockel auf einem engen Raum haben, werden sie dadurch verängstigt und die Eierproduktion wird eingestellt. Schlaue Rancher verstehen diese komplexe Natur der Hühner, Romantik und sorgen dafür, dass ihre Gehege nicht mehr als 12 aus... Okay, das ist gut. Bevorzugt von Jäger-Slimes. Gogockel sind die Alpha-Vögel auf der Fernweite und die Hälfte der Gleichung, wenn man auf seiner Ranch Hühner züchten will. Jedoch sind Gogockel seltener als jedes Huhn, was es umso erfreulicher macht, wenn man mal einen findet. Um Gogockel zu bekommen, muss man entweder einen draußen in der Weide finden oder sie auf einer Ranch züchten. Jede Art von Küken hat eine kleine Chance, sich zu einem Gogockel zu entwickeln. Manche Rancher glauben, dass diese Wahrscheinlichkeit sich erhöht, wenn man das Krähen des Königsgockels am Morgen mit einem enthusiastischen Guten Morgen beantwortet. Auf der Ranch. Alle Hühner, die sie in der näheren Umgebung. Okay. Das ist das Gleiche, wie gerade eben. Das heißt, ich hoffe jetzt mal, dass sie schneller Ei legen, als diese fressen. Okay, das hat schon mal nicht funktioniert. Nein, 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 nein. Er hat's gefressen. Okay. Das hat schon mal nicht funktioniert. Oh Mann, wie kriege ich schneller Essen? Das ist, am Anfang muss ich ehrlich sagen, ist es ein ziemliches Rum und Rum. Ein ziemliches Heckmeck, Geld zu bekommen. Also ich könnte theoretisch jetzt noch Plots sammeln von den draußen. Das mache ich auch einfach, weil ich weiß nicht, produzieren die jetzt gerade überhaupt Plot? Ja, die machen gerade. Okay, die haben gerade keine Früchte mehr, das bringt mir gar nichts. Die hier liegt eigentlich so klar. Das sind so mal 70, sollte eigentlich reichen, oder? Ja, nee, nicht ganz. Pink, Lord, das andere bringt mir nichts gerade. Aua. Ja, die Felsslimes greifen einen an. Das ist ziemlich nervig ab und zu. Oh, hier sind Meatslimes. Das sind Meatslimes. Wie süß. Ich finde Meatslimes so geil. Okay. Und wir haben wieder. Warte mal, genau. Das Ding ist doch für diese Drohne. Warte, wie war da hinten? Also anscheinend ist es im Gegensatz zum ersten. Im ersten kann man die Drohnen einfach öffnen. Aber anscheinend brauche ich hier. Ja, genau. Ich hab doch was kann ich mit dem Schlüssel machen? Sind die irgendwo? Hier, Gordos Lines habe ich gar nicht. Slimeologie. Gordos Lines sind ein seltenes Phänomen, das auftritt, wenn viele Slimes der gleichen Art zusammenkommen. Das Ergebnis ist, dass sie sich zu verbinden scheinen zu einem viel größeren Slime, der dann anscheinend bewegungsunfähig ist. Ein Gordon wird fressen, bis er platzt, was dazu führt, dass sich die Slimes wieder trennen und außerdem wird das Objekt freigegeben, welches ursprünglich zur Formung des Gordons beigeführt hat. Ja, okay, das ist doch
Über riesigen wird es keine geben. Hier, Slime-Schlüssel. Slime-Schlüssel sind große Steine und Schlüssel, die dazu verwendet werden, die Slime-Store zu öffnen. Okay. Die man über die Weite verstreut findet. Diese Tore führen oft zu weitläufigen neuen Arealen. Okay, das Slime-Meer, ja, das sehe ich jetzt nicht so wichtig an. Okay, anscheinend, ich dachte jetzt, die sind, aber ich weiß nicht, wie ich die Dinger jetzt aufkriege. So, wir haben es 10 Uhr. In Tag 2. So, jetzt zweites Gehege. Ja, zweites Gehege schon. Haben wir erstmal 6 da. Meine, die wollen diese Bären, gell? Ja, die wollen diese Erdbeeren. Die hier wollen die. Machen wir mal alle rein, dann kann ich die auch mal wieder auch mal aufsammeln. Das war eigentlich schon eine dumme Idee gerade. Die essen. Ah ne, die essen die hier, die essen die. Mist. Guck mal, vielleicht finde ich noch ein paar. Okay, das Ding stört mich ein bisschen. Die sind nicht nachgewachsen. Die auch nicht. Die auch nicht. Das ist hier hinten. Da geht's auch noch lang. Oh lol. War ich gar nicht. Ah, die sind Meat Slimes. Ah, kann ich wieder nicht mitnehmen. Gute Sache. Dort ist halt aktuell doch schon wichtiger. Also bei. Weißt du was? Nehmen wir den mal nicht mit. Wobei, das bringt mir auch nichts, die jetzt mitzunehmen. Meat Salt haben wir genau, haben wir gleich Slimes, haben wir gleich Meat Slimes. Dieses Streifen, dieser Schwanz, dieses Wackel, Wackel, Wackel. Nahrung, Fleisch, Liebling, Steinhuhn. Slime, Meat Slimes teilen eine Menge kurioser Charakteristika mit den Hauskatzen von der Erde, mit ihren aufgestellten Ohren. Den gestreiften Rücken, dem schwimmenden Schwänz, schwingenden Schwänzen, konnte man sie fast mit einer echten Katze verwechseln, wenn sie nicht komplett aus kribbeligem Schleim gemacht wären. Natürlich. Herr Mietzlein will einem Ranger normalerweise nichts Böses. Aber wie ihre Verwandten im Geiste auf der Erde veranstalten sie trotzdem öfter mal ein ziemliches Chaos. Mietzlein stellen die mit Freuden Dinge, die sie nicht fressen, wie etwa Früchte und Gemüse. Ah, stehlen! Stellen. What the fuck? Was in der Weite schnell zu vielen nicht vorgesehenen Lagotransformationen führen kann. Meatsplots sind eine Hauptzutat bei einer Reihe von leistungssteigernden Okay, das ist zu viel. Das ist zu viel Info, was die Erde damit macht. Warte mal, ich kann dahinter weiter, oder was? Da oben kann ich weiter. Ich bin jetzt hier runtergesprungen. Okay, neue Mail. Ich würde sagen, wir machen es so, dass wir Mails ab sofort am Ende der Folge lesen. Würde ich sagen. Also klar kann dazu vorführen, dass das genau. Dass es langweilig wird oder dass das nervt. Das habe ich schon. Ich muss sagen, ich finde die Slime Ranch besser als die im zweiten Teil. Das muss ich ehrlich sagen, weil ich finde, die im zweiten Teil macht keinen Sinn. Weil der zweite Teil ist so überdacht in der Kuppel. Und das macht für mich irgendwie keinen Sinn. So, die essen auch Gemüse, gell, ja.
nur, dass sie jetzt nicht, dass sie nicht rauskommen. Ich meine, die kommen nicht raus. Das bringt ja jetzt wesentlich mehr Geld, genau. 10. Das dauert so ewig immer. Ich sag, schlafen wir einfach mal. Starmail halt. Bis zum Morgen. Alter, okay, das war ein bisschen lang. Es sind immerhin Karotten gewachsen. Oh, ich. Okay, komm doch raus. Ah, ist ja okay. Das gibt noch ein Chaos. Meine Güte, gehen die ab, wenn die was zu fressen sehen, ehrlich. Alter, ist ja okay, meine Fresse, ehrlich. Herr Gott sei Dank. Gibt's nicht irgendein Dach? Hier kostet Fangnetz. Das Fangnetz ist ein Kraftfeld, das die Oberseite des Geheges. 400 hoch, 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 hoch. Naja, also so viel habe ich nicht. Okay, das muss ich irgendwie anders regeln. Warte mal, wie viel. Meine Güte. Hab das, wie viel kosten? Hohe Wände. 50. Ja, hätte ich. Aber ich muss. Nee, ich muss anpflanzen. Das geht schief. Das funktioniert sonst nicht. Garten. Kaufen. Und zwar Herzrübe. Sauge ich mal die Slimes ein. Achso, was nicht nochmal passiert und schlafen. Ja, bis zum nächsten Morgen. Bis zum Morgen schlafen. Ich so hoch werden, ehrlich schon meine Stiefel reduzieren. Lol, kann ich das? Okay. Anscheinend hängt das von der Tata halt. Stimmt, die kann ich jetzt nicht mehr einsammeln. Genau, weil jetzt sind sie nämlich auch noch fröhlich. Was ziemlich gut ist. Die Herzrüben kriegen die. Die Karotten kriegen die. Ein paar. Ich bin gleich tot. Also merke, die so einzusammeln, ist eine ganz dumme Idee. Jetzt sollte das aber ordentlich Geld geben, sodass ich zumindest mal darüber alle machen kann. Ja, müsste gehen. Müsste passen. Oder Dach, ne, hohe Wände, 53. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Au! Meine Güte. Könnte aber jetzt reichen. Ah, nicht ganz. Ah, hier ist noch ein Stein. Ein Felsblock.
Kann ich die auch mit dem Save machen? Nein, gibt nicht so viel. Lass mich in Ruhe! Ich will nur ein neues Geld. So, jetzt sollte das passen. Perfekt. Hohe Wände. Jetzt hier auch dieses Automat, da gibt's alles, okay, nice. Sind nicht geändert. Zum nächsten Teil mischen wir dann die Plor, die Katzendinger mit den Steins wahrscheinlich und anders und die Pink mit den Phosphor. Nochmal Pink Phosphor und Slime, aber jetzt lesen wir noch die Mails durch. Die dürfte, genau. Willkommen zur Weite Tauschbörse. Thora West. Hallo Beatrix. Ich bin Thora West. Ich halte mich mit meiner Vorstellung kurz, weil wir alle zu arbeiten haben. Ich bin schon lange Rancher hier auf der fernen Weite und sozusagen der Kopf des Begrüßungskomitees für die lokale Tauschbörse. Die Weite Tauschbörse ist ein Netzwerk von Ranchern, die genau wie du das, was sie haben, gegen das, was sie brauchen, tauschen wollen. Slimes, Plots, Nahrungs, was auch immer. Alles, was du machen musst, ist täglich die Weite Tauschbörsemaschinen zu besuchen und sicherzustellen, dass dein Tauschhandel innerhalb von 24 Stunden abgeschlossen ist. Wenn mit der Zeit mehr Ranger zu dem Netzwerk hinzukommen, solltest du auch von ihnen ein herzliches Willkommen erhalten. Also habe ein Auge auf deinen Posteingang. Genug gelabert. Jetzt. Wir haben beide Slimes zu versorgen. Adios, Beatrix. Thora. Ein kleiner Kaktus, Casey. Hi, Bea. Ich habe einen Kaktus von dir gekauft. So irgendwie. Als ich zurück nach Hause gekommen bin, war er eines der wenigen Dinge, die von dir noch im Laden waren. Einsamer kleiner Kern. Also habe ich beschlossen, ihn zu adaptieren. Du weißt, dass ich jede Pflanze umbringe, die ich anfasse, aber ich verspreche dir, der hier wird durchhalten. Ich meine, wenn ich nicht mal einen Kaktus am Leben halten kann, dann stimmt irgendwas ganz und gar nicht. Wenn ich ihn ansehe, dann denke ich an dich auf der fernen Weite, wie du dein Ding durchziehst. Ich hoffe, es geht dir gut. Case. Ja, und mit diesem Bild von uns, von Bea, keine Ahnung mehr, habe ich schon wieder vergessen, verabschiede mich von der ersten Folge von Let's Play Slime Rancher 1. Wenn euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da, abonniert diesen Kanal, um die nächsten Folge nicht zu verpassen, welche direkt morgen kommt, um 12 Uhr, Samstag, den 24. Diese hier sollte vielleicht noch heute kommen, am Freitag, das wird sich aber zeigen. Also dann, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Euch noch viel Spaß auf YouTube. Bis zum nächsten Mal. Euer Breakmaker. Ciao.